So, wir machen gerade unseren ersten Zwischenstopp irgendwo im Nirgendwo auf dem Weg nach Phoenix. Ich bin hier umzingelt von Bergen. Nur Berge. Hier Berge, da Berge, hier irgendwie so komische Fruchtladen, wo wir gerade einkaufen. Ich konnte Gott sei Dank hier irgendwie so Crackers kaufen, weil ich mir definitiv kein Obst kaufen werde hier. Weil das soll hier nicht so gut sein. Zumindest nicht da drin. Das sah jetzt irgendwie nicht so lecker aus. Das ist hier ein Indianerreservat eigentlich. Beziehungsweise das, alles, was hier ist, gehört Indianern. Das ganze Land hier. Und die vermieten das hier einfach an die ganzen Leute, verkaufen nicht und kriegen dadurch übelst viel Cash und können sich dann ein eigenes Casino bauen. Also, seht ihr, das ist richtig? Das da ist ein Casino von den Indianern und ist eigentlich relativ lustig. Ist ungefähr so ein bisschen wie in Vegas, das Casino. Richtig nobel, aber halt einfach näher an L.A. Nur 1,5 Stunden jetzt von L.A. entfernt. Und hier, so baut man Häuser in Amerika, Freunde. So baut man das. Aus Holz. Das sind normale Holzplatten, Mann. Kein Wunder krachen die Häuser irgendwie bei jedem fucking Sturm zusammen. Ohne Spaß. Da pisst ein Elefant dagegen und das Ding fliegt um. Ganz einfach. Ja, jetzt muss ich mal meine Kamera nochmal neu justieren, so dass ich mich wieder perfekt sehe. Da hinten steht noch ein richtig alter, schöner Zug. Aber ich bin hier einfach eben nichts. Vorne ist die Reisegruppe. Es sind viele alte Leute dabei. Hätte ich jetzt nicht so ganz erwartet. Dem musste man sogar die Währung erklären. Und jetzt ist es einfach noch so da. Alter, bitte! Irgendwie vor der Reise informieren sollte man sich trotzdem. Und jetzt geht's weiter. Oh, jetzt haben wir Mittag gerade eben gemacht. Wir sind hier in irgendeiner Ortschaft namens Blaze oder so. Mitten in der Sonora-Wüste, Leute. Hier ist es unsäglich heiß. Es hat ungefähr 40 Grad mit nicht vorhandener Luftfeuchtigkeit. Es ist einfach nur so drückend warm. Und ja, schaut euch einfach an, das ist hier alles trocken, verdirrt und sonst was. Da ist ein McDonald's. Dahinter ist ein Steakhouse gewesen, da war ich gerade essen. War ganz okay. Für 12 Dollar kannst du nichts sagen. Aber pff, Leute, nicht mehr normal, wie warm das hier ist. Und jetzt fahren wir weiter Richtung Phoenix. Und hoffentlich kommen wir so in 3 Stunden an. Dann ist es ungefähr 15 Uhr. Und dann haben wir noch genügend Zeit, uns aufs Fußballspiel vorzubereiten. Vielleicht in Phoenix noch ein bisschen was anschauen. Wir sehen uns gleich. So, Guys, wir sind in Phoenix angekommen, mittags. Jetzt haben wir 3:30 ungefähr. Ich bin hier in meinem Hotelzimmer jetzt. Und das ist echt groß. Ich habe hier eine Küche. Hui! Wie eigentlich relativ üblich. Dann habe ich hier noch einen Tisch. Und Sofa und nochmal einen Tisch. Und Fernseher und Bett und Bad. Wow, wie riesig, hier war ich noch gar nicht. Oh, sieht gut aus. Er ist relativ groß. Wir sind hier im Moment. Hier ist das Hotel. Homewood Suites by Hilton. Und ich mache mich jetzt ein bisschen fresh und schaue dann, dass ich rechtzeitig nach Temp komme. Das ist der Stadtteil, wo heute Abend dann ein Footballspiel ist, wo die Sun Devils spielen. Hier kann ich noch irgendwie was einstellen. Temperature. Wenn ich warm will, wenn ich es kalt will. So, ich kann aber auch noch aufmachen. So, machen wir es auf, weil hier ist es arschkalt drin. Habe ich eine gute Sicht. Naja, Parkplatz, geil. Zweiter Stock halt. Alles klar, Freunde, dann sehen wir uns heute Abend im Stadion. Alter Leute, so jetzt bin ich im Stadion. Es geht. Warte, wann geht's los? Wann geht's los, Mama? Ich habe erstmal ein Trikot gekauft, wie sich das gehört. So, los geht's. Geht. Eine Stunde. So. Und ich weiß nicht, wie voll das noch wird, aber im Moment
ist noch leer. For the quick game penetry of Gotham, Arizona State University, Sun Devil.
Please reset the game clock to 9:07. Whiskey World, proud partners of Sun Hills Football. Be sure to grab your free app or free taco card.